Hello, my name is Roland Watzecha, and in this video I'm going to present to you two surviving early medieval axe sheaths. Viking Age axe sheaths were wooden shapes that were attached to the edge of an axe by means of thongs. The two examples that you're going to see are kept at Gotthof Castle Museum in Schleswig today. I established my contact to the museum in 2017, and I have been there a couple of times now to examine and document original artifacts kept in the collection, mainly from the Viking Age, such as swords or this spearhead. This video was first released on my Patreon pages, and if you are now watching it on YouTube, don't miss to go to my according Patreon post that goes with this video, because that's where I have compiled a number of interesting links for you, which will point you to the excellent work of my friends Vegard Wieke and Anders Helset of the Cultural Museum of History in Oslo, as well as to articles on Viking Age axe sheaths and axes by the formidable Viking community Marobud. This is the first of the two axe sheaths that you are going to see in this video. It was found in Schleswig, which is the medieval town that was founded opposite of the Viking settlement of Hedebu, which was in steep decline in the 11th century. Es ist halt deshalb besonders, weil es auf beiden Seiten verziert ist. Ne? Dann erkennst du hier halt, hier ist eine Axt, auch eben so eine Breitaxt mit langem Stiel. Und hier unten ist eine Bartaxt. Sehr cool. Man kann das kaum erkennen, weil das ist eben ein Weichholz. Also hier ist zum Beispiel auf der Rückseite ist ursprünglich ein Tier im Urnesstil gewesen. Mhm. Das kannst du heutzutage kaum noch erkennen. Also man erkennt einzelne Linien, aber man ich zoome da mal rein. Es hat sich eben leider nicht so gut erhalten. Und was nimmst du an, was für ein Holz das ist? Pappel? Es ist publiziert, es ist bestimmt bearbeitet. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich meine aber, dass es ein Nadelholz sein. Mhm. Während das andere, das große, ist Wacholder. Dieses. Das ist aber auch echt für ein mächtiges Axtblatt, ne? Das ist publiziert worden als Futteral für ein Wiegemesser. Mhm. Und wie ich das gesehen habe, dachte ich mir, ich möchte das irgendwann mal ausprobieren, ob das nicht einfach hier an diese Axt passt. Also die ist aus Heiterbu. Mhm. Das ist Schleswig. Und ich drehe es jetzt mal so rum. Das kannst du so perfekt draufhalten. Das ist ja geil. Sitzt. Genau, also kannst du so. Und die Axt ist aus dem Hafen in Heiterbu? Nein, aus dem Grab,
Das ist bei einer Oberflächenbegehung mit dem Detektor gefunden worden. Ach komm, aha. Das würde man jetzt so klassisch sagen, oh, das muss jetzt irgendwie so eine beidhändig geführte Kampfaxt sein, aber könnte natürlich genauso gut ein Werkzeug sein, ne, für ein Beilen von Flanken oder so. Ich würde eher sagen, dass das sicherlich eher eine Kampfaxt ist. Also davon gibt es jetzt nicht so viele. Mhm. Und also zumindest werden sie immer in diesem Kontext gesehen. Mhm. Das letzte stammt von Vegard Wieke. Aus, wie heißt das, Langeid, die Axt nachgeschmiedet hat. Genau, zusammen mit Anders Schellseth, genau. Super.